Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, oder zu einer ersten Folge von 30 Fragen zum Thema Fußball. Also 30 Fragen zu Fußball. Das ist heute das Thema. Ich stelle das einfach mal hier hin, das ist eine leere Flasche. Und ja, ich glaube, so ist das Beste. So. Und ja, hier steht jetzt richtig und falsch. Das ist, wo du allgemein Tests machen kannst. Ja, okay. Ich würde sagen, wir beginnen. Und ja. Wer wurde 2010 jüngster deutscher Fußball-Nationalmannschaftsdebütant seit Uwe Seeler 1954? Warte mal, Marcel Schmelzer. Uwe Seeler, keine Ahnung, wie alt er da war. Ich könnte mir Mario Götze vorstellen. Das war vor 10 Jahren. Mario Götze ist 27? 17. Kevin Großkreuz, wie alt ist denn der? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde erstmal auf Mats Hummels tippen, weil Mats Hummels ist 31 minus 10 sind 21. Da gibt es noch einen jüngeren. Werner nicht. Havertz. Okay. Ja, dann würde ich Mario Götze sagen. Ich sag einfach Mario Götze. Ich weiß nicht, wie alt. Ja, das ist richtig geil, Junge. Okay. Das ist übrigens Schwierigkeit 4 von 5. Also schon schwer. Ja. Wie heißt das Stadion von Werder Bremen? Gut, das ist jetzt eigentlich easy. Das ist das Weserstadion. Das weiß ich, weil ich ja jetzt mittlerweile ganz oft Fußball schaue. Okay, woher kommen die besten Fußballer, wenn man nach dem WM-Siegen geht? What? Deutschland, also WM-Siegen. Heißt das jetzt WM-Siegen den Pokal oder WM-Siegen insgesamt? Also 2-0 gewonnen, 3-0 gewonnen. Also weiß ich, Deutschland, Brasilien, Argentinien, Mexiko. Mexiko, das schon gar nicht. Brasilien, wer gibt's denn da? Neymar, Ederson, glaube. Ja, da gibt's viele. Ne? Telles, glaube ich. Aber Argentinien könnte sein. Ich gehe jetzt einfach mal mit Argentinien. Es ist Brasilien. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich wusste nichts davon. aber egal. Welches ist das einzige Team, das bei der Herren Fußball-WM kein Gegentor kassierte? Wann? Kein Gegentor. Gar keins. In allen Spielen. In allen Wettbewerben. Muss ja. Österreich, DDR. Warte mal. Hat Deutschland 2014. Haben die da kein Gegentor? Nee, da haben die ja gegen Algerien schon. Oder? Nee. WM 2014. Da haben sie 1-0. 7-1 haben sie da ja schon gegen Brasilien gespielt. Ich könnte mir vorstellen, die DDR. What the fuck? Ich gehe jetzt einfach auch mal mit Brasilien, weil das würde einfach passen. Es ist die Schweiz. Ach du Scheiße. Okay, wer von euch hätte das gewusst? Also ich definitiv nicht. Ich bin da komplett raus. Aber okay. Gut, weiter. Die indische Fußballnationalmannschaft nahm 1950 nicht an der Weltmeisterschaft teil, weil die Spieler unter Flugangst litten, Grippe hatten, barfuß spielen wollten, ohne Torwart waren. Warum? Du musst ja die Torwerte dann zur Not nachnominieren, wenn du keinen hast. Also das ist für mich dumm.
Barfuß spielen. Warum sollte man das tun? Aber ich dachte, ich habe da sogar schon mal was von gehört. Grippe hatten klingt für mich mit am am sinnvollsten. Und unter Flugangst litten, glaube ich, könnte auch sein. Aber ich würde jetzt erstmal mit der Flugangst gehen. Sie wollten einfach barfuß spielen. Ja, Indien. Das war's dann wieder komplett. Mag euch nicht mehr. Welches Fußballteam stürzte 1993 mit dem Flugzeug bei Libreville ab? Republik Kongo. Okay, wo ist Libreville? Das darf ich jetzt gucken. Republik Kongo. Warte. Ich weiß nämlich nicht, wo Libre wird, was ich ist. Libreville. Okay, es liegt anscheinend in Afrika. Ganz da unten. Aber Gabun. Es ist direkt daneben. Lagos. Togo. Keine Ahnung, Digga. Ich bin. Das ist Schwierigkeit 5. Ich sage jetzt einfach mal Gabun. Sambia, Junge. Ja. Keine Ahnung. In welchem Stadion fand das Endspiel der WM? Fußball-WM? Keine Ahnung, Digga. Bern, glaube ich nicht. London. Stadion Rio de Janeiro. Ich sag jetzt einfach Wembley Stadion in London, weil, keine Ahnung, ist einfach das sinnvollste. Weil, also, Olympiastadion in Rom könnte auch noch sein, aber ich dachte, da hat ja Deutschland gewonnen, glaube ich. Aber das war nicht in Brasilien. Das war eigentlich auch nicht in Rom. Ich gehe jetzt einfach mal. Ich glaube, das war im Wembley-Stadion. Es war in Bern? What? Ich wusste nicht mal, dass überhaupt das einmal in der Schweiz oder so stattgefunden hat. Aber dass das in Bern war, das war Schwierigkeit 2. Ach, keine Ahnung, Jungs. Welcher der genannten Torhüter hat die meisten Einsätze in der Fußball-Bundesliga zu verzeichnen? Oliver Kahn, Ulrich, Uli Stein? Kenne ich dich? Was? Eike Immel, Dieter Bodensky? Ich würde einfach mal mit Kahn gehen. Nee, mit Oliver Kahn. Weil das eher so teil. Ja, das ist endlich mal wieder richtig. Ich bin froh. Übrigens, falls ihr mehr solche Quizzes sehen wollt, dann müsst ihr einen Like da lassen und abonnieren. Weil ja, ist gut für den Algorithmus und ich werde dann weiter solche Dinge machen. Über andere Quiz. Hier gibt es tausende. Bundeswehr-Quiz, Allgemeinwissen-Quiz, Feuerwehr-Quiz, bla bla bla, Junge. Es sind 30 Fragen. Okay, weiter. Welche Mannschaft wurde 1958 Vize-Fußball-Weltmeister? 1958. Deutsch. Wurde da Deutschland? Also für 54, da weiß ich, dass da wurden die Weltmeister, aber da wurden die dann direkt schon wieder Vizemeister. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich könnte mir auch Italien vor Schweden. Nee. Es ist Schweden! Okay, ab sofort. Nehme ich immer nur noch die, also wenn die großen Mannschaften da stehen mit Italien, Frankreich, Deutschland, nehme ich ab sofort immer nur die kleinen, weil das, glaube ich, am sinnvollsten ist, weil das irgendwie, ich, als ob, warte mal, ich gucke mal, wer wurde
Weltmeister. Juni 1958 in Schweden statt. Vielleicht kann man sich das mal merken. Die brasilianische National. Okay. Gut. Ja. Haben sie 5-2 gegen Schweden dann gewonnen, Brasilien. Da haben sie die also gewonnen. Also. Gut. Wie wird Old Trafford Stadion von Manchester United von den Fans genannt? The Paradise Palace of Pain, Generator of Dreams, keine Ahnung. Palace of Pain, ach, keine Ahnung wie der. Ich habe schon mal gehört, das Paradies. Eher nicht, das klingt so altbacken. Fate of Dreams, oder? Keine Ahnung. Ach, das ist richtig. Nice. Okay, weil ich es ja schon mal gehört habe. Naja. Okay, jetzt habe ich 4 richtig und 6 falsch. Naja, jetzt kann ja gut werden. Okay, die erste Fußball-EM der Herren gab es 1980 in den Niederlanden, 1960 in Frankreich. Boah. War das jetzt 1960 oder 1970? Eigentlich habe ich gedacht immer 1970. Ich glaube es auch. Ich nehme jetzt einfach mal. Ach scheiße, es war doch Frankreich mit 1960. Irgendwie so, da hatte ich das im Gefühl. Irgendwie könnten das beide so sein. Warte mal kurz. Weil. Ach Digga. Weil irgendwie hatte ich das im Sinn, als wenn ich das schon mal gehört hätte. Aber ich konnte mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Deswegen, ja. So, dritt. Bin gleich fertig. Musst du kurz was machen. Aber so ungefähr. Ja. Gut. Weiter. Wer wurde als erster Zweitligist DFB-Pokalsieger? TSV 1860 München, Fortuna Düsseldorf, Kickers Offenbach, Bayer 05 Uerdingen. Düsseldorf. Die hätten schon die Chancen. Die sind auf jeden Fall von den Vieren hier die Besten. Dann 1860, dann Offenbach und dann Uerdingen. Ich gehe mal mit 1860 München. Es war Offenbach natürlich. Mann ey. Fuck. Aber woher wissen das jetzt auch wissen? Schwierigkeit 4. So, jetzt mal Schwierigkeit 1 kommen. Wie heißt Aachens größter Sportverein? Arminia Rhein, Alemannia Aachen. Oh, Alter, ich weiß gar nicht, ob das noch Arminia Aachen. Nee, ich glaube Alemannia. Alemannia. Oh. Ich glaube, das war da, ja. Okay, das müsste das sein. Da bin ich mir relativ sicher und das ist auch so. Alemannia Aachen. Das hatte ich nämlich auch schon mal irgendwo gehört. Ich weiß, ich höre vieles, aber das war sogar diesmal richtig. aber naja. Gut. Welche Fußballmannschaft gewann im Jahr 2000 den DFB-Pokal? 2000. Das war das Jahr der Schalker. Was heutzutage nicht mehr ist. Aber. Ich glaube, das war sogar Bremen. Gut, dann war es doch der Bayern München. Mann, ich dachte, Bayern München war dann jetzt immer so in der Zeit. Also in der Zeit waren sie natürlich auch schon gut, aber in der Zeit war so Schalke
Wolfsburg, Bremen, Zeit, so, aber ne, Bremen ja nicht. Naja. 5 von 9 richtig. Es geht nicht so weit. Es kann nicht so weitergehen. Wir müssen jetzt so dranbleiben. Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Ne? Müsst ihr euch merken. So, der zweite bekannte Fußballverein in Stuttgart sind die Stuttgarter Ballers, Hammers, Kickers, Shooters. Ich glaube, es sind sogar die Kickers. Ja. Weil ich habe das, nein, nicht gehört. Ich habe das, ich wusste das einfach. Das war Grundwissen. Ja. Das war Grundwissen des Fußballs. So, wo spielte der Fußballspieler Ruud van Nistelrooy? Nie. Warte, jetzt muss ich mal aufzählen. Also, Eindhoven hat er gespielt. Valencia glaube er nicht. Manchester United ja. Und Hamburg ja. Okay, es muss Valencia sein. Es ist Valencia. Nice. Ja, das wusste ich. Obwohl da Schwierigkeit 5 war. Respekt. Aber ich bin, glaube ich, kein guter damaliger krasser Pro. Ich bin eher von früher eine Lusche. Kann man sagen. So, schon wieder Schwierigkeit 5. Ihr 5 spielt jetzt 4 gegen 3. Welcher Trainer forderte 140% Leistung von seinen Spielern? Max Merkel. Ich glaube, das ist der Sohn von Frau Merkel. Nee, Spaß. Spaß beiseite. Angela Merkel ist cool. Felix Magath, Fritz Langner, Werner Lorenz. Ich kenne nur Felix Magath. Deswegen kann ich eigentlich nur mit denen gehen. Weil sonst wüsste ich nicht, wer die anderen sein sollten. Ja, ich gehe jetzt einmal mal mit Felix Magath. Und es war Fritz Langner. Fuck. Ja, das war Schwierigkeitsstufe 5. Nur mal so nebenbei. Ja. Okay. Wo findet die Fußballweltmeisterschaft der Herren 2014 statt? Ah, das ist easy. Das ist in Brasilien. Okay, das war easy. Da hat Deutschland gewonnen. Wie nennt man im Fußball den Versuch eines Spielers, ein Foul? Ja, das ist auch Schwalbe. Jetzt kommen hier die einfachen Sachen. Wie heißt der Fußballtrainer vollständig? Ottmar Hitzfeld. Das weiß ich auch. Ich bin, glaube ich, jetzt Fußballlegende. Also, Grüße gehen raus an Lothar Matthäus, an Oliver Kahn, an Manuel Neuer, an Ottmar Hitzfeld und alle noch, wie sie heißen, an Pelé, an Maradona, RIP Maradona. Grüße gehen raus. Ja, ne? Nein, das meine ich jetzt nicht lustig. Es ist traurig, dass Maradona von uns gegangen ist. Okay. Wer spielte 2002 bis 2005 für den Hamburger SV? Masbett, Othello, Romeo, Hamlet. Wenn ich wüsste, wer die alle sind. Ich kenne nämlich wieder keine Sau. Also kann ich eigentlich nur raten. Ich nehme, oh, was klingt am besten? Masbett? Nee. Othello könnte Italiener sein. Romeo könnte auch irgendwie sowas sein. Ich gehe mit Romeo, keine Ahnung. Ach, ist sogar richtig. Ja, geil, Junge. Also, ich hätte mir auch jetzt keinen anderen vorstellen können. Hamlet, was weiß ich, was das ist. Othello, keine Ahnung. Masbett auch nicht. Die klingen für mich alle wie Italiener und der eine wie Engländer. Keine Ahnung. Naja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wer die alle sind, weil ich bin einfach zu doof für die.
Oh, ich habe jetzt 11 richtig und 10 falsch. Sieht gut aus. Sehr gut. Welcher Spieler erzielte 77 Tore für Brasilien und wurde zur Legende für sein Land? Ronaldo, Romario, Zico, Pelé. Pelé könnte ich mir eigentlich vorstellen, aber es können auch mehr sein. Komm. Ich gehe, obwohl Ronaldo könnte es auch sein, obwohl, also nicht der Ronaldo. Es gibt da noch anderen, aber ich gehe einfach mit Pelé. Ist richtig, jawohl. So kann es jetzt weitergehen. Aber das ist auch Schwierigkeit Stufe 1. Also, was für mich. Nee, ich würde mich so auf den Level 2 bis 3 einordnen. Das ist schon so das Mindeste, was ich können muss. Aber, ja. Gut. Was? Achso, ja. Genau, so, warte. Wie heißt der ehemalige Fußballstar vollständig? Ja, den hat man ja vor sogar. Lothar Matthäus. Das ist Stufe 1. Das ist eigentlich kein Problem für mich. Okay. Schwierigkeit Stufe 2. Wo findet ihr jedes Jahr das deutsche... Das ist auch... Berlin. Eigentlich könnten wir so einen richtig fetten Durchmarsch machen. Aber ich muss das natürlich schön halten. Aber, naja. So, die Kicker, welches europäischen Fußballnationalteams werden auch Rote Teufel genannt? Ich glaube, das ist Belgien. Portugal kann es natürlich auch sein. Ich gehe mal mit Portugal. Oder warte mal. Portugal, die haben rot, blau und irgend so ein Kreiszeichen mit irgendwas drin, so eine Krone. Belgien ist einfach nur gelb-rot. England weiß-rot mit Kreuz. Spanien gelb-rot mit irgend so einer Krone mal wieder. Ja, rote Teufel. Ich könnte aber irgendwie... Komm, ich gehe jetzt einmal mit Belgien. No. Ah, ist richtig. Puh. Also ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es jetzt England oder Spanien wäre. Also Portugal hätte mir ja noch vorstellen können. Aber England erst gar nicht, komplett nicht. Da war ich mir eigentlich schon klar. Aber naja. Ich bin da mal gespannt, ob es dann irgend so eine Auswertung gibt. Oder nicht. Auf welches Fußballteam wurde beim Afrika Cup 2010 ein tödlicher Terroranschlag verübt? Ich sag einfach Togo. Let's go. Ah, ist sogar richtig. Ja, ich bin Togo. Stimmt, Togo kann man eigentlich Togo nennen. Wer kennt noch von früher Togo? Ich habe eigentlich fast auf Nickelodeon geschaut. Da waren die besten Serien, heutzutage auch noch. Also ich gucke eigentlich immer, wenn ich früh zur Schule aufstehe, muss ich eigentlich um 6 immer aufstehen, ne? Ja, da gucke ich einfach immer SpongeBob, wenn ich wach werde und so. Kann ich nur empfehlen. Ist gut zum Wachwerden. So. Wem wurde für die Saison 2005-2006 der Meistertitel der Serie A zuerkannt, nachdem dieser Juventus Turin aberkannt wurde? AS Rom, AC Mailand, keinem? Nee, oder? Ich würde eher sagen AC Mailand, weil die waren früher, mittlerweile heute auch noch, sehr gut. Rom, war nicht deren Zeit. Inter Mailand könnte auch sein. Ich bin mir aber nicht so ganz so sicher. Aber ich würde einfach jetzt mal mit AC Mailand gehen. Und das ist Inter Mailand geworden.
Oh, ich hab mal was wieder falsch. Ja. Oh, ich brauche was zu trinken. Hilfe. Schade. Hätte ich mir, aber es war auch wieder Schwierigkeit 4. Also man kann es verstehen. Jetzt mach. Welches Team stellte in der Fußball-Bundesliga Minusrekord auf? Was? Was ist den zeitgültige Minusrekord auf? Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach Essen, weil die einfach loser sind. Keine Ahnung. Gut, es war SC Tasmania 1900 Berlin. Habe ich noch nie gehört. Aber Grüße gehen raus an die. naja, weiter. Welcher Fußballspieler betrieb in Florida erfolglos ein Restaurant und wurde danach alkoholkrank? Paul Breitenreiner, Rainer Bonhof, Jupp Heynckes, Gerd Müller. Jupp Heynckes und Gerd Müller nicht. Paul Breitner. Rainer Bonhof kenne ich nicht. Tschüss und ja. 14 Fehlerpunkte. Es wäre eine 3 minus laut denen. Nice. Okay, da würde ich sagen, das war's mit dem Video und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, tschüss.
und auf Wiedersehen.